Hi Leute, heute ist es mal wieder ein Tiervideo. Heute geht es um den Chinchilla-Bär. Der Chinchilla. So. Der ist ziemlich, also er ist wichtig für eure Tiere, damit sie sich halt baden, halt sauber machen können. Genau. Der Chinchilla-Sand sollte sehr fein sein, nicht so grobkörnig. Ich weiß jetzt nicht von welcher Marke der ist, aber der ist vom rosanen Karton. Der ist sehr grobkörnig, den würde ich euch nicht empfehlen. Aber auf jeden Fall, ja. Ja. Da ist noch mein Alter, wie man sieht. Der ist viel grobkörniger. Als jetzt hier der neue. Und der war aus dieser roten Packung. Der und der, das ist ein großer Unterschied. Genau, und dann wollte ich euch. Genau. Den Chinchilla, wenn ihr eure Tiere baden wollt, dann sollte man ihn in ein großes Gefäß füllen. In eine Schüssel oder da gibt es extra so Badekästen. Genau. Und er sollte jede Woche frisch gemacht werden, damit eure Tiere sich einfach nicht verunreinigen, weil da ja ein Streu so reinkommt. Genau, das war einfach mein Infovideo über den Chinchilla-Sand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und passt auf, dass der Chinchilla-Sand nicht in der Nähe vom Futter ist, weil wenn das Ganze in das Futter kommt, ist das nicht gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Infovideo. Gebt doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Und schreibt doch in die Kommentare, was ich für was ich noch für Videos machen soll. Denn ich bin in letzter Zeit ziemlich unkreativ, was Videos angeht. Denn, ja, wie soll ich sagen? Ich bin ein Grund. Vorstellungsvideo gleich. Ja. Und ich verabschiede mich und sage ciao.